Microsoft Dictate. Ein kleines Plugin, das mein Diktat in Word, Outlook oder PowerPoint aufschreibt. Gehen Sie zu www.dictate.ms und Sie können das dort herunterladen. Wenn Sie das Plugin heruntergeladen haben, erscheint hier oben eine zusätzliche Werkzeugkiste, Dictation. Ich kann sagen, ich übersetze von Deutsch ins Deutsche. Ich habe hier einen Text vorbereitet, einen kleinen Zeitungsbericht. Mal schauen, was Dictate hinkriegt. Die Satzzeichenbefehle, die müssen aber auf Englisch sein. Ich starte mal. Start und los. Tollkühn. New Line. Den Insassen einer einmotorigen Cessna über Australien stockte der Atem, als eines der Räder des Fahrwerks klemmte und eine Landung unmöglich schien. Doch der Passagier Brian Hawson hängte sich kurz entschlossen in 1200 Metern Höhe aus der Maschine und versuchte, das Rad mit einem Ledergürtel in die richtige Position zu ziehen. Drei andere Passagiere hielten ihn dabei an den Beinen fest, wie die Zeitung West Australian gestern mitteilte. Tja, ich glaube, das Ding läuft. Ich versuch's noch anders. Also wenn die Maschine von Deutsch nach Deutsch schreiben kann, dann sollte das ja auch möglich sein, von Deutsch nach Englisch. Ich versuch's. Also von Deutsch nach Englisch. Ich starte nochmals. Start. Tollkühn. New Line. Den Insassen einer einmotorigen Cessna über Australien stockte der Atem, als eines der Räder des Fahrwerks klemmte und eine Landung unmöglich schien. Doch Passagier Brian Hawson hängte sich kurz entschlossen in 1200 Metern Höhe aus der Maschine und versuchte, das Rad mit einem Ledergürtel in die richtige Position zu ziehen. Gar nicht schlecht. Das heißt ja auch, ich kann plötzlich Griechisch. Ich versuch's. Geht das nach Griechisch? Also, Greek, ich kann überhaupt nicht Griechisch, aber ich versuch's mal. Start. Tollkühn. New Line. Den Insassen einer einmotorigen Cessna über Australien stockte der Atem, als eines der Räder des Fahrwerks klemmte und eine Landung unmöglich schien. Doch Passagier Brian Hawson hängte sich kurz entschlossen in 1200 Metern Höhe aus der Maschine und versuchte, das Rad mit einem Ledergürtel in die richtige Position zu ziehen. Was heißt das wohl? Ich weiß es nicht, aber ich kann ja auch nicht Griechisch. From German to Chinesisch. Ich starte. Tollkühn. Den Insassen einer einmotorigen Cessna über Australien stockte der Atem, als eines der Räder des Fahrwerks klemmte und eine Landung unmöglich schien. Ja, irgendwie unheimlich. Ich kann es ja nicht lesen, aber vielleicht heißt es das tatsächlich. Natürlich versteht das Ding nicht jede Sprache. Und wenn ich das ins Schweizerdeutsche übersetze, dann geht wohl gar nichts mehr. Ich gehe hier also von German to German und lege los. Start. Tollkühn. Der Passagier von einer einmotorigen Cessna über Australien hat doch den Schnuff abgestellt, wo eins von den Rädern vom Fahrwerk geklemmt hat und eine Landung unmöglich geworden ist. Ja, irgendwie geht das tatsächlich nicht mehr. Das war's.